Verwandten den Sieg erringen. Atriox, höre diese Worte. Über dieses Leben hinaus wird dein Wille geschehen. Deine Truppen besetzen den Ring. Und schon bald steht er unter unserer Kontrolle. Die Menschen werden niederknien vor deinem Erbe. Sie werden brennen. Von ihrem dreisten Widerstand bleibt nichts als Erinnerung. Wir haben ein neues Problem. Wir? Wir müssen hier verschwinden. Ich arbeite dran. Bitte schneller. Der Pelikan ist gleich an Bord und hat immer noch keinen Saft. Die dürfen mich nicht kriegen. Surprise! So, verliert mir alle eure Helme. Huch, wer bist denn du? Und wo ist meine schöne Waffe hin? Ich werf mal noch mal ein, zwei Granaten, damit die nicht herkommen. Oh, fliegt der da? Oh, wie cool bist du denn? Oh. Okay. Das war schon cool. Ich meine, warum gibt ihr mir dann die Waffe? Wir müssen hier verschwinden. Ich arbeite dran. Bitte schneller. Der Pelikan ist gleich an Bord und hat immer noch keinen Saft. Die dürfen mich nicht kriegen. Alter, der Typ da drüben macht mich platt. Okay. Jetzt wird's haarig. Leute, jetzt wird's haarig. Es geht los. Geht los. Dann wollen wir mal. Wir müssen hier verschwinden. Ich arbeite dran. Bitte schneller. Der Pelikan ist gleich an Bord und hat immer noch keinen Saft. Die dürfen mich nicht kriegen. So, nochmal schnell die Granate hinwerfen. Oh, den hat's erwischt. Ich weiß nur nicht, wie ich den Dicken jetzt platt mache. Also sein Helm sieht sehr massiv aus. Oh, okay. Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen, dass ich überlebe. Da unten ist einer. Ich sehe dich auf der Map, Kollege. Hallo? Hallo? Stimmt. Ich muss mir die Umgebung für mich nutzen. Ach, guck mal. Das ist ja auch gut. Ich werfe nicht mehr so eine Dinge. Er hat das Ding in der Luft abgeschossen. Oh Mann. Wir müssen hier verschwinden. Ich arbeite dran. Bitte schneller. Der Pelikan ist gleich an Bord und hat immer noch keinen Saft. Die dürfen mich nicht kriegen. Na endlich sein Köpfchen getroffen. Also ich darf die Dinger werfen, wenn sie nicht damit rechnen. Na, wenn ich sie jetzt in der Hand habe und sie das Ding abschießen, wenn es in der Luft ist, dann habe ich ein großes Problem. Da ist doch einer abgehauen, oder nicht? Verschwinde. Das hörte sich sehr menschlich an. Ich würde gerne etwas probieren, aber ich habe Angst dabei zu sterben. Du bist nur ein Mensch. Okay, ich habe es verstanden, Kollege. Ist okay. Ich mach nie wieder den Grappling Hook. So, was haben wir denn hier alles so Schönes? Gar nichts. Jetzt sei mal nicht so geizig. Nichts von den Verbanden oder so. Hm. Interessant. Oh, was? Ach, damit hat er geschossen. Ich mag die Waffe absolut nicht. Ich habe sie im Multiplayer getestet. Ich habe es wirklich versucht, ne? Aber Junge, ging die mir auf den Sack. Weißt du, bevor man jemanden damit töten kann,
Tötet er nicht mit der Pistole. Zumindest habe ich das schon sehr oft gemacht. Und ich wurde natürlich auch sehr oft schon getötet damit. Na gut, hier scheint ja sonst nichts zu sein, oder? Noch ein bisschen Plasma-Energie. Es ist gesperrt. Erfordert einen Hack. Okay. Und können Sie das? Nein. Neuer Plan. Das Schiff hochjagen. Sie wollen das Schiff zerstören? Mit uns an Bord? Ich werde hier draufgehen. Es verlaufen Kühlleitungen zu den Hauptantrieben. Und? Ich halte uns etwas ein. Oh, hier sind viele. Von wo? Von wo? Ist das wieder so ein Helm-Junkie? Scheint so, ne? Oh, ich weiß nicht, worauf ich mich zuerst konzentrieren soll. Der Helm-Junkie ist so gefährlich. Und ich glaube, der ist hier gerade um die Ecke. Achso, es ist kein Helm-Junkie. Alles gut, aber der muss trotzdem leiden. Oh, ich habe ihn getroffen. Jetzt kommt er raus! Ich glaube, der ist tot. Er ist nicht tot. Er hat sich eine andere Waffe geholt. Oh mein Gott, sie sind intelligent. Tötet sie. Also, ich weiß vom Multiplayer her, man kann auf den Körper zielen, bis das Schild unten ist. Ist die Frage. Heißt Schild gleich Helm? Oder ist das nur Multiplayer so? Junge! Ich mache ein bisschen Damage. Geht's hier gut da unten? Ich bring dich zur Strecke. Boah, das war der Kopf, ihr habt's alle gesehen. Der cheatet. Wo soll ich hin? Da hinten, okay. Also wundert euch nicht, ich mache natürlich ein bisschen langsamer. Weil es auch legendär ist und ich kein Psycho bin. Eigentlich schon, aber nur Multiplayer. So, das war Nummer Uno. Was? Gehen wir mal rüber. Es ist gar nichts passiert. Ich bin noch nicht fertig. Los, schneller. Ich sehe sie schon. Brutes. Die Kampfzwerge. Die warten. Retten Sie mich. Bitte. Das war close. Das war ein bisschen zu close für meinen Geschmack. Okay, hier hinten ist nichts. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll von der Waffe. Bin ich ganz ehrlich. Aber wenn man den Kopf trifft, ist das schon eine nice Sache, ja. Aber die ist auch nicht so genau wie die Pistole. Ich habe versucht, in die Mitte zu schießen, von dem hat nicht funktioniert. Der hat auch nicht aufgehört zu schießen. Schweinerei. Ich bin noch nicht fertig. Los, schneller. Ich sehe sie schon. Brutes. Die Kampfzwerge. Die warten. Retten Sie mich. Bitte. Kampfzwerge, die da. Mistviecher, ey, mit ihren scheiß Schilden. Geh mir jetzt schon auf den Sack. Hab ich jetzt schon keinen Bock drauf. Wo ist jetzt der andere? Geht mir auf den Sack. Für euch nehme ich gerne die BA. Yeah. Viel Spaß damit. Dem gönne ich gar nichts mehr, dem Kollegen. So. Der hat mich umgebracht. Zack. Geht er jetzt hoch? Muss ich jetzt ein neues finden? Ich will ja jetzt meine Munition noch nicht drauf verschwenden. Ich habe jetzt nicht mehr so viel BA-Munition. Aber ich kann sie hier aufladen, ja. Wäre vielleicht eine gute Idee.
die Maschinen schief. Vielleicht überleben wir. Oh, hallo. Na, die ist halt nicht so genau, ne? Aber die trifft durch die Helme, falls das ein Helm ist. Kann sein, dass sie durch die Helme trifft. Man weiß es nicht. So, wieso kletter ich eigentlich? Ich kann doch einfach hui machen. Ich glaube, deswegen kletter ich. Aber mir fehlen immer noch die Audio-Logs. Was habe ich jetzt am Start? Das Spiel geht anscheinend weiter. Gut, den Schädel, das ist mir jetzt egal. Aber ich hätte gerne von den Sammelgegenständen Gebiet. Achso, im Kriegsschiff Brakon finden wir die ganzen Sachen. Okay. Geht doch. Wieso nicht gleich so? Okay, lassen wir uns mal los. Ich muss sagen, ich war nie so ein großer Fan von den Brutes, ne? Wer ist das? Kennen Sie ihn? Nein. Aber er kennt Sie. Er weiß alles über Sie. Kehren Sie schnell hierher zurück. Ich weiß nicht, wie lange das Schiff noch zusammenhält. Kein Problem. Lass mich aber scannen zwischendurch. Offizier der Verbanden. Ja, die Brutes, die waren eigentlich früher mal, ja, in der Front, quasi, ja, zum Verheizen. Und jetzt haben sie anscheinend eine Revolution angezettelt. Bei mir ein bisschen zu knapp. Was soll man denn so zielen, wenn hier alles wackelt? Na gut, das war Munitionsverschwendung. Es scheint mir doch alles ein bisschen zu laut zu sein hier. Und ich nehme, glaube ich, am besten jetzt diese explosiven Dinger nicht in die Hand. Wäre keine gute Idee. Was ist das denn? Ich glaube, ich darf da nicht reintreten. Na gut, wie stellen wir das jetzt am besten an? Ich brauche keinen Greifhaken, WTF. Ich erlöse dich, komm her. Die Granaten nehme ich mit. Da gibt's auch nichts zu finden. Na gut. Ich hatte ein bisschen Angst. Funktioniert! Ich wusste, mit Gewalt geht alles. Glaubst du, diese Störung wird etwas bewirken? Der Sieg ist bereit. Also. Thank you.
Pelican ist umzingelt sie. Oh Gott, sie versuchen reinzukommen. Ich bin ja gleich da. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemdchen. Ich wette, der Schädel ist hier irgendwo. Ich spüre es. Mein Halo-Sinn schlägt an. War das gerade ein Grunt? Ich glaube schon. Ja, ich hing fest. Nee, vor das Schiff bricht so auseinander. Da hockt jemand auf seinem Stuhl und gibt so Durchsagen. Ja, wir sterben gleich. Übel. Sogar die Verbanden wirken panisch. Uns bleibt kaum noch Zeit. Batterien? Laden. Langsam. Ich weiß nicht. Das wird ziemlich knapp. Zu knapp. Lass mich mal was schauen. Houston, wir haben ein Problem. Und hier irgendwas mich verarschen. Ich weiß nicht, wie ich wegkomme. Okay, jetzt nicht nochmal runterfallen, Zero. Gott, ist denn. Ah, Kontrollpunkt wurde gespeichert. Ich bin am Arsch. Okay. Alles kein Problem, Leute. Das kriegen wir hin. Es sieht so aus, als wäre ich tot. Bin ich auch. Aber in Wirklichkeit gehe ich da einfach wieder hoch. Versteckt sich hier irgendwas? Nix. Okay, wie komme ich jetzt höher? Das war schon mal gut. Ich sollte. Wo kann ich hingehen hier, ne? Ich könnte auch darüber. Nee, kann ich nicht. Das sieht nur so nah dran aus. Das ist alles eine Lüge. Aber der Schädel muss hier sein, das sehe ich doch. Ach, guck mal, was ist denn da? Jetzt bin ich der Sniper. Ich drehe den Spieß um hier. Okay, und weiter. Okay, da komme ich nicht hin. Ich könnte da hin. Ja. Das lief nicht nach Plan. Wir sehen uns nach einem kleinen Schnitt. Glaubst du, diese Störung wird etwas bewirken? Der Sieg ist bereits unser. Also, lauf, Spartan. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Ja, da bin ich wieder. Ich bin umhergelaufen. Also komplett von Anfang an. Diesmal mache ich immer keine Scheiße. Der Pelican ist umzingelt sie. Oh Gott, sie versuchen reinzukommen. Auf den Weg. Ich komm schon. Diesmal verlaufe ich mich auch nicht an den Zeiten. Versprochen. Ach, das sind die Dinger, die runtergefallen sind, die wir gesehen haben. Ich verstehe. Das heißt, vielleicht hätte ich mich doch da dazwischen irgendwie durchfummeln können. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Uns bleibt kaum noch Zeit. Ah, das ist so verführerisch, da hinzulaufen. Langsam. Ich weiß nicht. Das wird ziemlich knapp. Zu knapp. Ja. Ich vermute nicht, dass wir hier hoch müssen. Sondern eher darunter, ne? Ja. Weiß. Okay, ich gehe schon in die andere Richtung. Woher soll ich wissen, wo es lang geht? Okay, von beiden erstmal.
Hat sich erledigt. Müll schon in der Nase kratzen. So. Okay, 90 Sekunden bis zur Aufladung. Hoffentlich hält das Ding so lange durch. Ladet schneller! So, fangen wieder an zu kontrollieren. Das Ding ist so ungenau. Und dann wackelt hier auch noch alles rum. Ich dachte schon, es geht zu. Es ist schön stuck. Chief, leben Sie noch? Bin hier. Okay, nur einen Moment. Ich komme Sie holen. Höhenwindsicht auf das Halo. Willkommen zurück, Chief.